Heute ist der 19. Juni 2023. Wir erwarten einen sehr prominenten Gast, einen sehr guten Boxer, eine lebende Legende, den Pound for Pound King, Roy Jones Jr. ist in den nächsten paar Minuten hier vor Ort bei uns im Gym. Der heutige Gastgeber ist Roland Bebak. Vielen Dank für das Gym. Und wir wünschen Herrn Bebak viel Erfolg mit Bebak Sports. Hey, hey. How are you? Hey. How are the family? Hey. You're very welcome. Hi, hello. Hello. Hi. Tobi, hi. Hi, Tobi, noch ein Tobi. So this is where the party is getting started, okay? This is our team, okay? Malte will ask you some nice questions. Probably there will be questions which you answered one or two times in your life already. Guys won't come because they feel like they may not get treated fairly, which may not be the case anymore, but back in the day, it kind of was the case. Then it got a little better at one time, but once you get a stigma for that, it's kind of hard. A name that people can trust, and people trust my name because they know I got robbed on the biggest stage of amateur boxing, which was at the Olympics in 1988. So I know how it feels to see a guy get robbed. If he doesn't win the gold off this, then I think there's something rotten in Korea, because that is absolutely one of the most dominant things I've seen. The winner is on point 3-2 in the blue corner. Well, there it is. Park Si-han has stolen the belt. At the moment the bout ended, was there any doubt in your mind that you had won the fight? No, there was no doubt at all. I knew I had won the fight. We won all three rounds, clearly, but... Now, what about when you heard that the decision was 3-2? What could I do? I mean, did that worry you right away before they announced who the winner was? I saw all the Koreans jumping up and down. I knew what they had did. Jim Morris does have a big chance, but by having somebody internationally like myself, who's internationally respected, it makes it a lot better, gives it a better name, which is why we got to keep it right and keep it fair, or else I won't stay associated, because once again, I know how it feels to be cheated. First of all, for me, I look for hunger. Then I look for how close is the skill to matching their hunger. Because if his skill is close to matching his hunger, we got one. Boxing is a sport that you can't just be hungry. You got to have skill to go with that hunger. If you're hungry, but you don't know how to eat, then you're still going to starve. Shoot, yeah, it would have been perfect. Get on TV, out the box, every time I go in, you doggone right, I would have loved to have this. Now you got a chance to actually go out and have a say-so in whether you get a contract or not. Most people want to sit back and say, hey, I deserve. Yeah, well, you ain't did nothing. Now you get a chance to do something to prove you deserve. Because if you deserve, then go win this thing. And you get a contract. How much better can it get than that? Straffes Programm heute. Hoher Besuch. Überraschungsgast Roy Jones. Ja, Vorbereitung für Gym Wars. Ja, heute wurde der Richtige in die Mangel genommen, ja, mit Interviews für Gym Wars. Wir freuen uns sehr auf das Projekt. Er freut sich jedenfalls sehr auf das Projekt. Die Spannung ist echt groß. Er hat heute das gesamte Team kennengelernt, haben uns ausgetauscht. Auch sehr stabil, ne? Wirklich original Flugverspätung in Düsseldorf gelandet. Vom Flughafen direkt ins Gym, direkt Interview. Also der kann auch einiges einstecken, wie er zeigt. Gerade eben im Interview hat er auch gesagt, dass er zu 100% hinter dem Projekt steht. Um ehrlich zu sein, ich habe auch nichts anderes erwartet. Ich erinnere mich damals, als er 2017, das war 2018, in Köln war, war ich mit ihm abends Boxen schauen. Damals hat Povetkin gegen AJ gekämpft. Das ist so ein Vollblut-Box-Fan. So. Das ist unglaublich. Er lebt diesen Sport. So. Und das ist bei mir genauso. Ja. Ich liebe es, Boxen zu schauen. Ich liebe es, mich über Boxen zu unterhalten. Ja. Diesen Sport, den musst du lieben, um ihn leben zu können. Das ist einfach so. Wie gesagt, deswegen freue ich mich umso mehr, dass er also mit dabei ist bei dem Projekt Gym Wars und also wieder dem Ganzen entgegensteht und auch das Interesse in Deutschland, so dem Boxsport, ne? Also da einen Stupser zu geben, sodass er sich wieder aufbäumelt. Ich denke, dass so ein Projekt wirklich so der Boxsport hier in Deutschland braucht. Ich hoffe und erwarte so wirklich ganz große Unterstützung für dieses Projekt. Von jedem, der unterstützend auf seine Art und Weise mitwirken kann.
sei es Partner, sei es Streaming-Dienstleister, sei es TV, Journalisten. Wir müssen da alle, ich sag mal, Hand an Hand gehen, um den Boxsport dahin zu bringen, wo er in Deutschland vor 15 Jahren war. Ich erinnere mich, in der Zeit, wo ich aktiv geboxt habe, da waren allein in dem Stall, wo ich unter Vertrag war, waren, glaube ich, 14 Weltmeister in der Zeit, in einem Stall, ohne Sauerland. Ja, Sauerland hatte noch hier mit Arthur Abraham, ne, Valujev und Co. seine eigenen Weltmeister Hernandez. Ich denke, wir gehen hier als großes Beispiel voran. Ich sag mal, so eine Schnapsidee, die angefangen hat zu fruchten aus der Idee, ne, wurde, ich sag mal, Schrift auf dem Papier, aus dem Schrift, das so Papier war, ist heute Roy Jones hier und spricht über Gym Wars. Ja, und da bin ich genauso stolz wie Roy Jones. Ich freue mich über zahlreiche Talente, Bewerbungen, gibt Gas, Leute. Und natürlich auch Partnerschaften. Ja? Wir brauchen Unterstützung, wir brauchen Support, Leute. Jetzt gehen wir alle Abendessen. Eine entspannte Runde, ein bisschen quatschen. Und dann geht es morgen weiter. Ja, da sind noch einige Drehs geplant für Gym Wars. Dann geht es auch nach Toulouse. Und dann holt Ende sich den Titel. Und dann denke ich mal, haben wir eine ordentliche Woche hingelegt. Dann kannst du endlich Urlaub machen. Dann mache ich Urlaub. Ich muss mich auf jeden Fall auch ein bisschen erholen, auch wichtig. Und dann geht es ja auch gleich weiter. Ja, weiter mit dem Projekt Gym Wars. Das ist ja ein 24-7-Projekt. Und parallel wird auch mehr Turniers wieder auch in der Vorbereitung sein. Die werden am 19.8. in Essen in den Ring steigen. Deswegen so Trainerurlaub, das ist so relativ. Alles gut? Ja? Alles gut? Wie geht's? Wie geht's? Ja? Alles gut bei dir? Danke auch, alles in Ordnung. Herzlich hey guys, this is my former manager. Yeah. Yeah, and friend. He's the owner from this restaurant. He's yeah. 2016 was at a box fight in Los Angeles. Hey Leute, was geht ab? Ich bin Silas. Guck mal, das ist ein echter Boxer. Boxer chill mit Boxer. Nicht, was ihr auf TikTok seht. Mixed vegetable with fried potatoes with non-bacon. Without bacon. Der ist auch kein Schwein. Den gut erzogen. Man kommt irgendein YouTuber um die Ecke und boxt und kriegt die Aufmerksamkeit oder auf der Plattform, die wir als Boxer aufgebaut haben und vor allem so ein Mensch. Weißt du, was ich meine? Und das wird so mit Füßen getreten. Deswegen Gym Wars. Ja. Deswegen ja. Gym Wars. Nein, im Ernst, du sagst es so labil. Genau passend. Ja, aber das sagst du so lapidar, das ist wahr. So Leute, spannender Tag neigt sich heute dem Ende mit unserem Ehrengast, Pound for Pound King, Roy Jones Jr. Leute, bewirbt euch, die Bewerbungsphase läuft noch bis August, gibt Gas, denn der Juror Number One steht genau zwischen uns. Alles Gute, Leute.